nächste Restaurant. Der nächste Stadtkaffee. Bosnia. Oh, Bosnia. Ah. Das ist unser Freund, der kleine Draco. Raus, guten Morgen. Wir haben hier gestern gespielt. Es war wundervoll. Danke an Tuzla. It was a fucking blast. Thank you. Kitty? Jo, das war gestern die Bühne, wo wir gespielt haben. Man glaubt es kaum, aber da ist alles gestanden. Hallo, wir sind gerade am Weg von Tuzla nach Banja Luka und sind kurz stehen geblieben für eine Raucherpause. Man kann keine Leute zur Zeit. Wir haben was entdeckt. Und zwar Riesenskandal. Die Firma Piep lässt da ihr Mineralwasser abfüllen. Jetzt haben wir euch bei der ja. Lecker Cevapcici. Jo, Cevaparia. Cevapcicicaria. Cevapteria. Darf ich kurz haben? Nächster 15 wenn wir es kriegen. Was? Als nächster 15 wenn wir es kriegen. Das ist interessanter. Grüß Henk. Wir sind jetzt in Banja Luka, im Bunker. Wie man noch erkennen kann, bei der fetten Türe, nein, kann man gerade nicht. Wurscht. Wir sind gerade voll am Aufbauen. Steht schon ziemlich aus. Ich baue die Roll-Ups auf, die Banner auf, die kleinen. Die Jungs tun gerade am Ampel herumschrauben. Und ja, schaut ziemlich gut aus. Geht gut weiter. Und um 10 Uhr spielen wir. Einzige Band. Schauen wir, was los wird. Aber ich glaube schon. Dobrodošli, Banja Luka. Der McGyver-Kaffee ist schon fast fertig. McGyver-Kaffee. Das ist ja boah. McGyver-Kaffee.
Boah, Junge. Boah, Junge. Boah. That's coffee, bitch. Alter, da haut sie sogar aus den Socken raus. Schwindig muss da werden, dann ist es. Bitte gute Creme. Gute Creme. Trink einen Schluck. Boah. Deswegen muss viel Zucker werden. This is the road to Sarajevo. Look. Sarajevo. Wir haben uns gerade vom Navi so ziemlich verarschen lassen. Es hat uns gerade irgendwo hingeführt. Schaut ganz gut aus. Hey, wir sind Counterweight und das ist eine Dokumentation übers Versagen. Altes Sprichwort aus die schöne Bosnien sagt: Fahrst du falsch, musst du anders. Zuerst einen Scheißweg gehabt haben, haben wir jemanden gefragt, wo wir fahren sollen. Der hat gesagt, wir sollen eine andere Richtung nehmen. Jetzt brauchen wir noch 2 Stunden länger. Und die Straßen schaut super aus. So richtig, richtig Weltklasse. Wir gehen nicht Skifahren, ne? Wir gehen nicht Skifahren, wir spielen ein Konzert. Oh. Hey Leute, wir sind gerade in Sarajevo, wir haben gestern gespielt, es war super geil, danke dafür. Wir schauen uns jetzt ein bisschen die Stadt an, wir haben ein bisschen Zeit, bevor wir weiter auf Mostar fahren. Ja, total geile Leute da unten, wirklich alles sehr hilfsbereit und freundlich. Sarajevo, you rock! Hi, I'm the manager of the band Counterweight, and basically we're all now in Bosnia, more specifically in Sarajevo. We're having some shisha and kahva, and as you can see, and we're having a good time. Today is the last day of tour in Mostar, and this was basically like a warm-up tour for Counterweight. We usually send our bands for their first tour in the Balkans because it's the most hard to like tour here. So they get warmed up for their next tour, which will happen in probably 2016 summer. But before that, we'll also do some really good weekend dates. And yeah, that's pretty much it. Wir sind gerade jetzt angekommen auf Mostar. Haben gerade aufgebaut im kleinen Club und schauen wir mal, jetzt wollen wir was essen. Ein bisschen Stress, weil wir ja schon halber wieder zurück sein müssen, also um 10:30. Ja, wird aber knapp werden. Aber sonst ist es recht schön da. Schaut recht gemütlich aus. Ist ein sehr nettes Dörfchen. Hui! Wo sitzen sie? Ja! So, jetzt das und dann.
haben gerade alle eingepackt, jetzt sind wir unterwegs und auf den Heimweg Richtung Quad. Yeah! Ja. Auf den Heimweg. Yeah! Wir sind jetzt gerade auf der Grenz zwischen Bosnien und Kroatien. Das ist der letzte Grenzübergang. Und jetzt geht's ab nach Hause. Mal noch schön die Küste entlang aufgefahren und dann. Jetzt schon, wo wir dich hinhauen alles. Kako živi